Guten Abend und willkommen bei der Faszination Astronomie Online, auch von meiner Seite her. Mein Name ist Laura Baudis, ich bin Professorin am Physikinstitut der Universität Zürich und ich forsche über dunkle Materie. Das ist auch, das werde ich heute noch ein bisschen genauer erklären, und auch über Neutrinophysik. Genau, und heute sprechen wir über diese verborgene, über die dunkle Seite des Universums und insbesondere, wie wir nach der dunklen Materie suchen. Gut, wenn wir jetzt uns vorstellen, es ist ja ein wunderschöner Abend, wir stellen uns vor, es ist schon ein bisschen später, es ist dunkel und wir sind vielleicht irgendwo ganz oben in den Bergen. Und der Himmel ist klar, und wenn wir dann mit dem bloßen Auge den Himmel betrachten, dann sehen wir tausende funkelnde Lichtquellen, die sich durch dieses neblige Band der Milchstraße ziehen. Wenn wir Glück haben natürlich und der Himmel besonders klar ist, dann sehen wir tatsächlich dieses neblige Band. Heutzutage wissen wir natürlich, dass dieser Nebel aus etwa 200 Milliarden Sternen besteht, und diese bilden ein Spiralsystem, die Galaxis oder eben die Milchstraße. Und wir sind natürlich Teil der Milchstraße. Wir sehen sie nicht von außen. Zusammen mit der Sonne, mit dem Sonnensystem, bewegen wir uns um das Zentrum der Milchstraße mit etwa 220 Kilometer pro Sekunde. Und das galaktische Jahr, wie Sie ja vielleicht wissen, dauert auch etwa 230 Millionen Jahre. Das heißt, wir sind Teil der Milchstraße, wir können sie nicht wirklich von außen sehen, aber wenn wir das könnten, dann würde sie vielleicht so aussehen wie Andromeda, unsere Nachbargalaxie, auch eine große sternreiche Spiralgalaxie, etwa 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Ein Lichtjahr ist einfach die Distanz, die das Licht mit einer endlichen Geschwindigkeit in einem Jahr zurücklegt. Etwa 9,5 Billionen Kilometer auf solchen Entfernungen macht es natürlich wenig Sinn, dann über Meter oder Kilometer zu sprechen. Und aufgrund ihrer großen Masse, aufgrund der Gravitationsanziehung, bewegen sich beide Galaxien aufeinander zu mit etwa 100 Kilometer pro Sekunde. Sie wissen vielleicht, dass das Universum an sich expandiert, dass die Galaxien sich voneinander weg entfernen, aber lokal hier werden Andromeda und die Milchstraße in etwa 5 Milliarden Jahren verschmelzen. Da wird nicht sehr viel passieren, das ist auch nicht unsere größte Sorge. Den Punkt, den ich aber hier machen möchte, ist, dass wir solche wunderschönen Bilder nicht nur von Galaxien bekommen, aber auch zum Beispiel von größeren Strukturen im Universum. Wenn wir also von Galaxien zu Galaxienhaufen gehen, zum Beispiel hier der krumme Haufen, ein sehr galaxienreicher Haufen mit mehr als 1000 Galaxien, etwa 300 Millionen Lichtjahre entfernt, da sehen Sie hier diese ganzen einzelnen Strukturen, die Galaxien sind. Und auf diesen Haufen werden wir dann etwas später noch zu sprechen kommen. Wir können dieses sogenannte sichtbare Universum mit heutigen Teleskopen sehr, sehr schön beobachten. Dabei lernen wir auch sehr viel. Und wir können eben nicht nur hier in dem sichtbaren Wellenlängenbereich Beobachtungen machen, sondern über das ganze elektromagnetische Spektrum, natürlich von der sehr kurzwelligen Gammastrahlung bis hier zu im UV-Bereich, Infrarot, Mikrowellen und bis zu der langwelligen Radiostrahlung. Und darüber bekommen wir ein immer vollständigeres Bild des Universums, des sogenannte sichtbare Universums, weil wir ja diese Beobachtung eben über die elektromagnetische Strahlung durchführen können. Nun, die Frage, die wir uns natürlich heute stellen, ist folgende: Ist die sichtbare Materie die dominierende Form von Materie im Universum? Und die Antwort wissen Sie ja bereits, weil sonst würde ich die Frage ja gar nicht stellen. Und es stellt sich heraus, wenn wir das erstmal hier so eine grobe Zusammenfassung machen, dass das Universum heute, dass wir aufgrund sehr vieler Beobachtungen über verschiedene
Zeitskalen, über verschiedene Größenskalen, also vom frühen Universum bis zu dem sehr, sehr späten Universum, vom frühen Universum nämlich von der kosmischen Hintergrundstrahlung zu eben Galaxien, Galaxienhaufen bis zu diesen, bis zu der Verteilung der großräumigen Strukturen hier im Universum, wo jeder Punkt einfach eine einzelne Galaxie ist. Also aufgrund sehr, sehr vieler Beobachtungen wissen wir, dass der Hauptteil der Materie im Universum, etwa 85%, sich eigentlich nur über die Gravitation, über die Schwerkraft bemerkbar macht. Ja. Und wir werden uns noch das ein bisschen näher anschauen, zumindest auf den Skalen hier von Galaxien und von Galaxienhaufen. Nun, das Ganze startete vor, noch nicht 100 Jahren, aber bald, mit dem Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky, der damals am Caltech in den USA forschte. Und es gelang ihm eben die Messung der Geschwindigkeiten von einzelnen Galaxien in diesem galaxienreichen Krummerhaufen. Und was er grob gesagt beobachtet hat, ist, dass diese Geschwindigkeiten viel zu groß waren. Die Haufen sollten eigentlich nicht gebundene Strukturen sein, sondern die Galaxien sollten auseinanderfliegen. Und dadurch konnte er schließen, dass es etwa 10-mal mehr Masse insgesamt gab als in diesen sichtbaren Galaxien, im Galaxienhaufen. Nun, diese dunkle Masse hält die Galaxien zusammen, trägt aber natürlich nicht zu der Leuchtkraft des Haufens bei. Es gab damals dann sehr viele Erklärungen über die Jahrzehnte. Das Problem wurde lange Zeit nicht besonders ernst genommen. Sehr viel später dann in den 70er Jahren wurden dann ähnliche Beobachtungen durchgeführt auf den Skalen von einzelnen Galaxien, zum Beispiel von Vera Rubin, Ken Ford und andere. Sie konnten die sogenannten galaktischen Rotationskurven messen, auch von Andromeda unter anderem. Und was sie sahen, ist, dass die Geschwindigkeit von Sternen, von Gas eben bei großen Radien konstant bleibt und dass diese sich nicht so verhält wie die erwartete sogenannte Keplersche Rotation, wie wir sie auch im Sonnensystem zum Beispiel beobachten. Also wenn die gesamte Masse hier konzentriert wäre in diesem sichtbaren Bereich der Galaxien, dann sollte die Geschwindigkeiten, sollten diese abnehmen, wenn man weit nach außen geht. Nun, auch hier stellte sich heraus, dass eben diese Sterne, dass dieses Gas auseinanderfliegen würden, wenn nicht mehr Materie da wäre, als man eben direkt sehen kann über Überstrahlung. Und das passte recht gut mit den Beobachtungen auf den Skalen von den Galaxienhaufen. Heutzutage haben wir natürlich sehr viel bessere Daten. Wir können auch die Massen von den Galaxienhaufen mit anderen Methoden bestimmen. So viel eher zu dieser Geschichte der dunklen Materie. Woher wissen wir, dass sie da ist? Wir wissen eben, dass sie Galaxien bildet, dass sie Galaxienhaufen und auch diese größten Strukturen, deren Verteilung man heutzutage auch sehr, sehr genau studieren kann. Aber eine Frage, die eben nach all diesen Jahrzehnten immer noch offen ist, ist, woraus besteht. Ja, was ist die mikroskopische Zusammensetzung dieser dunklen Materie? Okay, gut, dazu müssen wir sehr kurz auch über Teilchenphysik sprechen. Wir haben ja hier, Teilchenphysik und Kosmologie, diese beiden Probleme haben was miteinander zu tun. Eventuell, also die Kosmologie, die beschäftigt sich ja mit dem Universum als Ganzes, mit dessen Ursprung, Schicksal, Form, auch Inhalt, also auch mit der Verteilung der Materie, mit der Gesamtmasse und so weiter. Auf der anderen Seite, auf sehr, sehr, sehr viel kleineren Skalen beschäftigen wir uns ja in der Teilchenphysik mit der Zusammensetzung der Materie, Symmetrien, mit den Kräften zwischen den einzelnen Elementarteilchen, mit den Gesetzen der Bewegung und Wechselwirkungen. Und in der Teilchenphysik haben wir das sogenannte Standardmodell. Das ist eine extrem erfolgreiche Theorie und das beschreibt eigentlich die Zusammensetzung der Materie und auch die Wechselwirkung dazwischen und zumindest die
was wir als normale oder sichtbare Materie nennen. Wir wissen, dass alles aus Molekülen, Atomen besteht. Diese wiederum bestehen aus Atomkernen und aus der Elektronenhülle. Die Atomkerne bestehen wiederum aus Neutronen, Protonen und diese sind dann aus Quarks zusammengesetzt. Hier ist nur so ein Bild von all den Elementarteilchen, die wir heutzutage kennen. Die meisten sind instabil. Wir wissen aber auch, dass kein Teilchen dieses Standardmodells geeignet wäre als Kandidat für die dunkle Materie. Und eben auch nicht dieses Higgs-Teilchen, das vor mehr oder weniger 10 Jahren hier in der Schweiz am CERN entdeckt worden ist. Das ist natürlich kein Problem für die Teilchenphysiker, denn man denkt eben, dass auch andere Teilchen, wie zum Beispiel Teilchen der dunklen Materie, in diesem sehr, sehr frühen Universum entstanden sein könnten. Das ist hier eine sehr kurze Geschichte des Universums. Wir konzentrieren uns hier auf diese Phase, etwa 10 hoch minus 10 Sekunden nach dem Urknall. Das sind übrigens Energien, die man in heutigen Beschleuniger erreichen kann, also Energien, die sehr gut studiert sind. Und in dieser Phase sind eben die uns bekannten Teilchen entstanden. Die Idee ist, dass auch neue Teilchen, die wir bisher noch nicht entdeckt haben, weil sie eben extrem, extrem schwach mit den uns bekannten Teilchen interagieren, dass die auch in dieser frühen Phase entstanden sein könnten. Und natürlich müssen sie auch sehr langlebig sein, sie dürfen nicht zerfallen, damit sie dann auch später noch da sind und zur Bildung von diesen Strukturen, von diesen ersten Strukturen im Universum beitragen können. Und aufgrund von Computersimulationen stellen wir uns diese Verteilung dieser dunklen Materieteilchen so vor, also sie sind sehr viel, wir bilden diese Halos, diese ausgedehnten Halos um Galaxien, das wäre jetzt so ein sichtbarer Teil der Galaxie, zum Beispiel der Milchstraße und diese dunkle Materie, die eben sehr, sehr viel ausgedehnter ist, das heißt, die sichtbare Materie ist dann wie nur so die Spitze von einem Eisberg, von einem sehr viel größeren unterliegenden Massenverteilung, die dazu beiträgt eben, dass diese sichtbaren Bereiche eben nicht auseinanderfliegen. Gut, nur eine kurze Zusammenfassung bisher. Also die Hypothese, die wir natürlich prüfen wollen, ist, dass die dunkle Materie aus unbekannten Teilchen zusammengesetzt sein könnte. Diese Teilchen könnten schwer sein, müssen allerdings nicht unbedingt schwer sein, aber das ist eine Hypothese. Sie sollen kein Licht absorbieren, reflektieren oder eben ausstrahlen und dementsprechend sollten diese Teilchen auch keine elektrische Ladung besitzen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir so etwas nachweisen? Wie können wir etwas nachweisen, was wir eigentlich nicht sehen? Dazu müssen wir uns natürlich fragen, was heißt zu sehen? Es gibt ja nicht nur die elektromagnetische Strahlung, über die wir Beobachtung durchführen können. Und eine Methode, die wir anwenden, ist, diese Teilchen durch ihre Kollisionen auf der einen Seite zum Beispiel mit Atomkernen oder mit Elektronen in den Atomhüllen sichtbar zu machen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so zwei Billardkugeln, die miteinander kollidieren. Die eine Kugel ist dunkel, ist schwarz, wir sehen sie nicht, jedoch hat sie eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse kinetische Energie und sie kommt und stößt zusammen mit so einem Atomkern und überträgt dabei Teil dieser kinetischen Energie auf den Atomkern und diese Atomkerne wechselwirken dann oder eben auch die Elektronen im Detektor und erzeugen, wie wir später sehen werden, Signale, die man dann beobachten kann. Also die Idee ist eben, die Teilchen über ihre Kollision mit uns normaler, bekannter Materie nachzuweisen.
Gut, wie soll man sich das grob vorstellen? Sie müssen sich die Formel nicht merken, aber wenn wir uns überlegen, dass wir uns zusammen, wie gesagt, mit der Sonne in diesem Halo aus dunkler Materie bewegen, um das galaktische Zentrum, dann können wir die Rate grob hier berechnen, die man in einem Detektor erwarten würde. Die wäre dann proportional zu der Anzahl der Streuzentren, also grob gesagt zu der Gesamtmasse des Detektors, zu der Dichte der dunklen Materie in unserer Nähe. Am besten wüssten wir natürlich die Dichte direkt hier im Sonnensystem, zu der Masse der dunklen Materieteilchen und dann auch proportional zu dem sogenannten Wirkungsquerschnitt. Das ist ein Teil in der Teilchenphysik, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass solch ein Teilchen mit zum Beispiel mit Atomkern, mit normaler Materie in Wechselwirkung tritt. Und dann, was auch noch wichtig ist, ist die Geschwindigkeitsverteilung dieser Teilchen in der Milchstraße. Das heißt, wenn wir eben einen Detektor bauen, wie ich ihn später zeigen werde, dann wüssten wir am liebsten, ja, wie groß ist die Dichte, wie groß ist die Masse und all das. Wie wir sehen werden, sind einige dieser Größen eben unbekannt. Aber die lokale Dichte der dunklen Materie können wir aus der gemessenen Rotationskurve der Milchstraße bekommen. Wenn wir dann eine Annahme machen, wie schwer so ein Teilchen ist, zum Beispiel sagen wir mal etwa 100 mal die Masse eines Protons, also eines Wasserstoffkerns, dann können wir ausrechnen, dann können wir diesen Fluss ausrechnen, den wir auf der Erde erwarten würden, und wir bekommen etwa 100 Millionen Teilchen durch eine Hand jede Sekunde. Und das klingt jetzt vielleicht wie eine sehr große Zahl, aber wenn Sie sich vielleicht ein bisschen mit Neutrinophysik auskennen, dass die Neutrinos sind sehr, sehr schwach wechselwirkende, sehr leichte Teilchen, die zum Beispiel in Fusionsreaktionen in der Sonne erzeugt werden und auch in anderen Kernreaktionen, dann wissen Sie vielleicht, dass wir etwa 65 Milliarden Neutrinos pro Quadratzentimeter und pro Sekunde eigentlich beobachten. Ja. Das heißt, das ist nicht wirklich eine sehr große Zahl. Und die Frage ist natürlich, wie kann man diesen Fluss an dunkler Materie eigentlich nachweisen? Und ein großes Problem ist die kosmische Strahlung. Die kosmische Strahlung, die wird dadurch erzeugt, dass zum Beispiel hochenergetische Teilchen wie Wasserstoffkerne aus dem Weltall, dass die mit den Teilchen, mit den Atommolekülen in der Atmosphäre wechselwirken. Dabei entstehen sogenannte Schauer von geladenen, auch neutralen Teilchen, und die kommen dauernd auf uns zu. Und wenn wir jetzt einen Detektor bauen und den hier auf der Erde aufstellen, dann würden wir mehr oder weniger nichts anderes sehen als diese Teilchen der kosmischen Strahlung, die ein Signal, ein hypothetisches Signal, ja, um das Millionenfache überdecken würden. Das heißt, damit wir diese dunkle Materie beobachten, müssen wir tief in den Untergrund gehen, in sogenannten Untergrundlabors. Die Experimente, an denen ich arbeite, finden am Gran Sasso-Labor in Italien statt. Und hier haben wir eine Abschirmung durch diesen Fels von dem Corno Grande von etwa 1400 Meter. Nun, warum ist das wichtig? Weil damit kann eben diese störende kosmische Strahlung nicht wirklich abgeschaltet werden, aber zumindest reduziert. Zum Beispiel die sogenannten Myonen, das sind die schweren Geschwister der Elektronen, etwa 200 mal so schwer, die können sehr, sehr viel tiefer durch die Erde gehen, verglichen mit Elektronen, und dessen Fluss wird um einen Faktor eine Million abgeschwächt. Das heißt, wir müssen je tiefer, desto besser für diese Experimente zu suchen nach dunkler Materie. Und weltweit gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Labors, nicht nur in Italien, sondern auch in Nordamerika, in Kanada. Eins wird gebaut in Südamerika. Es gibt einige in Europa, in Asien. Eins ist in Aufbau in Australien und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele Labors und auch sehr viele Experimente. Es gibt eine weltweit sehr große Konkurrenz, diesen Teilchen auf die Spuren zu kommen.
Und diese Untergrundlabors, die beherbergen dann Experimente, das sogenannte Detektoren, die eben nach diesen Signalen suchen und abhängig davon, was wir eigentlich messen wollen und wie wir das messen wollen, schauen sie sich Signale an, wie zum Beispiel Wärme oder besser gesagt Phonon oder Licht, Scintillationslicht oder auch Ladung, Ionisation. Ich werde jetzt nicht all diese Experimente vorstellen heute, sondern mich konzentrieren auf Experimente, die flüssiges Xenon benutzen, weil ich eben selbst schon ja, etwa 20 Jahre daran forsche. Das heißt, bevor wir aber dahin gehen, nochmal eine kurze Zusammenfassung, warum ist das so schwierig und was ist eigentlich diese experimentelle Herausforderung? Nämlich auf der einen Seite ist das Signal, das man beobachten will, sehr, sehr klein. Dadurch, dass diese Teilchen sich mit einer recht niedrigen Geschwindigkeit, zumindest verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit, bewegen, wird nur wenig Energie übertragen bei diesen Kollisionen. Einige sogenannte Elektronvolt oder Kiloelektronvolt, das sind Energieskalen von sichtbaren Lichtteilchen, Photonen her bis zu der Energie von Röntgenstrahlen. Also zum Beispiel verglichen jetzt mit Energien in der Hochenergiephysik sind die wirklich sehr, sehr winzig und deswegen ist es auch so schwierig, diese Energien nachzuweisen. Eine andere Schwierigkeit ist, dass diese Kollisionen, die wir erwarten, sehr, sehr selten sind. Höchstwahrscheinlich sehr viel kleiner als ein Ereignis pro Tonne Detektormaterial und Jahr. Das heißt, wenn wir nicht 100 Jahre warten wollen, müssen wir dann immer größere und größere Detektoren bauen, wie ich gleich zeigen werde. Und auch wenn wir tief in einem Untergrundlabor sind, müssen wir immer noch sehr viel unsere Detektoren abschirmen, hauptsächlich von der Radioaktivität der Umgebung. Und dann auch von der Radioaktivität der eigentlichen Detektormaterialien. Also die natürliche Radioaktivität, das sind Zerfalle von der Uranium-Reihe, Thorium-Reihe, Kalium-40, Kobalt-60 und so weiter. Gut, kommen wir jetzt zu den Xenon-Detektoren. Hier betreiben wir eine große Masse, wie wir sehen werden, von flüssigem Xenon bei etwa minus 100 Celsius. Also das ist die Flüssigkeit auf der einen Seite und die Gasphase obendrauf. Und diese Detektoren, die heißen auch Zeitprojektionskammern. Warum? Also eine Teilchenwechselwirkung erzeugt hier auf der einen Seite ein Lichtsignal im UV-Bereich bei etwa 175 Nanometer. Und das messen wir, das nennen wir S1. Auf der anderen Seite werden auch wenige freie Elektronen bei so einer Kollision erzeugt. Und dabei legen wir ein elektrisches Feld an, ein starkes elektrisches Feld. Und damit wir diese Elektronen bewegen nach oben, wir extrahieren sie dann von der Flüssigkeit in die Gasphase. In der Gasphase werden sie nochmal beschleunigt, kollidieren in dem Falle mit weiteren Xenonatomen und erzeugen dann ein sogenanntes proportionales Lichtsignal, das heißt auch Elektrolumineszenz, was dann verzögert ist. Das heißt, die Zeitdifferenz gibt uns dann die Tiefe der Wechselwirkung und diese Lichtsignale, die werde ich später noch zeigen, sehen wir mit sehr empfindlichen Fotodetektoren, die eben auf der einen Seite einen sehr niedrigen Untergrund aufweisen, also sehr niedrige Radioaktivität, auf der anderen Seite empfindlich sind für einzelne Photonen, sogar also Lichtteilchen in diesem UV-Bereich. Und daraus können wir dann die Position der Wechselwirkung im Detektor bestimmen, die Energie der Ereignisse und wir können auch zum Teil ein sogenanntes Signal, also einen Kernrückstoß, wie wir das jetzt hier sehen, das haben wir mit Neutronen aufgenommen, also mit einer Eichquelle. Wir können also ein Signal unterscheiden von einem Untergrund, in dem Falle Wechselwirkung von Gammastrahlung zum Beispiel, hauptsächlich mit der Elektronenhülle. Gut, jetzt gehen wir schon zu dem sogenannten Xenon-Darwin-Zeitstrahl. Also wir haben mit diesen Xenon-Experimenten etwa 2005, wir haben schon vorher begonnen, aber das erste konnte Daten aufnehmen am Gran Sasso-Labor.
zwischen 2005, 2007. Diese Detektoren waren am Anfang wirklich sehr klein, hier 15 mal 15 Zentimeter, dann der nächstgrößere Detektor 30 mal 30 Zentimeter und bis vor kurzem den Xenon eine Tonne Detektor. Also ich zeige jetzt nur die inneren Detektoren, später zeige ich auch noch das gesamte Experiment, aber 1 Meter Durchmesser, 1 Meter Höhe. Und dann immer größer. Das heißt, wenn man größer wird, gibt es auf der einen Seite diese sehr viele technische Herausforderungen. Sie sehen hier, wie die Gesamtmasse des Xenons zugenommen hat. Zurzeit betreiben wir diesen Detektor mit etwa 8,5 Tonnen flüssigen Xenon, auch am Gran Sasso-Labor. Und wir betreiben auch Forschung und Entwicklung für einen viel größeren Detektor. Darwin nennen wir den, der dann insgesamt 50 Tonnen. Und diese Zahlen, die zeigen nur, wie die Empfindlichkeit dieser Detektoren dann eben zunimmt. Und was ich vorher gerade sagen wollte, es reicht nicht einfach nur, die Detektoren größer zu machen, auch wenn das schon alleine eine sehr große Herausforderung ist. Gleichzeitig muss man eben diesen Untergrund auch immer um etwa einen Faktor 10 reduzieren. Sonst skaliert er einfach nur mit der Masse und man bekommt nicht diese Reduktion um Faktor 10 in der Empfindlichkeit auf diese Wechselwirkung der dunklen Materieteilchen. Gut, jetzt zeige ich einige Bilder des Xenon-Experimentes. Das ist hier am Gran Sasso-Untergrundlabor. Also was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist erstmal ein sehr großer Wassertank. Ich habe ja gesagt, der eigentliche Detektor, das Herz des Detektors ist ja sehr viel kleiner, aber wir haben diese große Abschirmung ringsherum, eben wegen diesen Myonen. Das ist nicht einfach nur Wasser um den Detektor herum. Was Sie hier sehen, ist noch ein Bild von dem Inneren, weil man ja durch den Wassertank nicht sehen kann. Das heißt, dieses Wasser funktioniert als sogenannte aktive Abschirmung. Da gibt es auch Fotodetektoren und wenn Myon, wenn diese Teilchen im Wasser wechselwirken und gleichzeitig dann auch im flüssigen Xenon, dann wissen wir, dass es kein dunkle Materieteilchen war, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dunkle Materieteilchen eben sowohl im Wasser als auch im Xenon wechselwirken, einfach verschwindend klein ist, aufgrund ihrer sehr, sehr schwachen Wechselwirkung. Hier auf der anderen Seite sehen Sie das sogenannte Servicegebäude. Also wir haben hier die gesamte Kryotechnik. Wir müssen das Xenon permanent zirkulieren, also kühlen, zirkulieren, reinigen. Insbesondere auch müssen wir andere radioaktive Elemente rausfiltern, zum Beispiel 85 Krypton oder Radon. Das sind auch Edelgase, die können sich mit dem Xenon vermischen, aber sie sind radioaktiv und sie können dann im Prinzip Ereignisse erzeugen, die so aussehen würden wie die dunkle Materie. Dann haben wir hier auch die ganze Elektronik, die Datenaufnahme und so weiter. Das heißt, das Ganze ist nochmals ein Gebäude hier 10 Meter hoch und 10 Meter breit. Und wenn wir jetzt nach innen schauen, dann haben wir hier den Kryostaten, das ist ein doppelwandiger Stahlkryostat mit auch sehr ausgesuchten Stahl, also mit einer sehr, sehr niedrigen Radioaktivität. Diese ist umgeben nicht nur von dieser Myonabschirmung, sondern ganz neu haben wir jetzt auch eine Neutronenabschirmung. Neutronen sind ja stark wechselwirkende Teilchen, aber elektrisch neutral. Und unter Umständen können sie im Detektor genauso wechselwirken wie ein dunkles Materieteilchen. Das heißt, sie könnten mit einem Atomkern kollidieren. Nun, allerdings, weil sie eben doch stark wechselwirken, streuen Neutronen nicht nur einmal, sondern mehrfach. Das heißt, je größer der Detektor, desto besser, desto einfacher ist es, solche Mehrfachwechselwirkung zu sehen. Nichtsdestotrotz haben wir außerhalb von diesem Kryostaten noch eine Neutronenabschirmung. Das heißt, wenn so ein Teilchen im Xenon und auch in dieser Neutronenabschirmung wechselwirkt, dann wissen wir wiederum, dass es kein dunkle Materieteilchen war. Hier ist noch die Distillationssäule für Radon und hier eben noch Kryotechnik, um dieses Xenon eben kalt zu halten, flüssig zu halten und so weiter. Das war jetzt der innere Detektor am Gran Sasso-Labor im Rheinraum, als wir den installiert haben. Das war eigentlich noch Xenon eine Tonne. Vor einigen Jahren.
Hier sehen Sie den größeren Detektor. Was man hier sieht, sind eigentlich diese sogenannte ja, Ringe, also Kupferringe, die wir benutzen, damit das elektrische Feld, das wir anlegen, sehr, sehr homogen ist, sehr gleichförmig. Wir möchten nicht, dass die Signale sehr abhängig sind von dem Ort der Wechselwirkung im Detektor. Und hier sehen Sie diese Fotodetektoren, also die oberen und die unteren, die eben etwa 7,6 Zentimeter sind im Durchmesser, etwa 20 Zentimeter lang, und die diese einzelnen ja, Lichtteilchen, einzelnen Photonen dann nachweisen würden. Das ganze neue Projekt startete im Sommer mit der Datenaufnahme im Sommer 2021. Der Aufbau war eigentlich während der Pandemie, und da sind nicht viele Forscher eigentlich am Gran Sasso geblieben, unter anderem allerdings auch zwei Doktorierende hier von der Uni Zürich, Chiara und Giovanni. Sie waren dann auch später in den Nachrichten, weil sie eben während all dieser Zeit sind sie mehrere Monate am Labor geblieben mit einigen anderen Kollegen und haben dann geholfen, praktisch den Aufbau des Detektors fertigzustellen. Nun, wir sind dabei, die ersten Daten von diesem 8,6-Tonnen-Detektor zu analysieren. Was ich hier zeigen kann, sind Ergebnisse, sogenannte Nullergebnisse von dem Vorgängerexperiment, also Xenon 1 Tonne. Bis jetzt haben wir kein Signal von der dunklen Materie. Was heißt das hier? Was sehen wir überhaupt? Also auf dieser Y-Achse hier ist dieser sogenannte Wirkungsquerschnitt, also die Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung hier mit einem Neutron oder einem Proton in dem Atomkern als Funktion hier aufgetragen, als Funktion der Masse dieser Teilchen. WIMPs sind einfach Weakly Interacting Massive Particles, also schwach wechselwirkende massive Teilchen, die als Kandidaten der dunklen Materie gelten. Und all dieser Bereich wurde ausgeschlossen von Xenon, aber auch von anderen Experimenten. Das heißt, wenn jetzt dieser Wirkungsquerschnitt irgendwo hier wäre und die Masse zum Beispiel 10 oder so, 10 GeV, das ist 10-mal so schwer wie ein Proton, dann hätten wir solche Teilchen schon sehen sollen. Was auch mit Xenon, ja, mit dem jetzigen Detektor möchten wir hier diese Empfindlichkeit eben um einen Faktor 10 steigern, und mit Darwin möchten wir dann diesen gesamten Bereich hier abdecken, bis der dominierende Untergrund von Neutrinos dann stammt. Das ist für mich sehr, sehr erstaunlich, dass wir ja schon fast so weit sind. Wir sind noch nicht ganz dort, aber es sind dann auf der einen Seite hier die Neutrinos von der Sonne und auf der anderen Seite hier bei den höheren Massen oder höheren Energien die Neutrinos von der Atmosphäre und auch von Supernova-Explosionen. Diese werden dann ein sogenannter, ja, Untergrund, den man nicht weiter reduzieren kann, weil Neutrinos wechselwirken auch so schwach. Sie schaffen es auch in die Untergrundlabors und durch die gesamte Erde. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, dass die dann auch als Signal gelten, und damit kann man dann auch wiederum spannende Physik machen. Ja, da möchte ich eine Entdeckung erwähnen mit dem Xenon-Detektor. Auch wenn wir jetzt noch nicht die dunkle Materie entdeckt haben, haben wir doch den seltensten jemals gemessenen Vorgang im Universum beobachtet. Und das zeigt einfach, wie empfindlich diese Detektoren geworden sind, wie niedrig der Untergrund ist. Nämlich in 124 Xenon können zwei Elektronen aus den innersten Schalen eingefangen werden. Dann wird 124 Tellurium erzeugt und zwei Neutrinos. Die Neutrinos fliegen einfach weg aus dem Detektor, ohne dass sie weiter interagieren. Aber wenn sich die Elektronen um den Kern hier herum anders arrangieren, dann kann man dann Röntgenstrahlung beobachten bei diesen niedrigen Energien. Das war damals diese erste Beobachtung von dieser erwarteten Röntgenstrahlung. Mittlerweile haben wir sehr viel mehr Daten und wir sehen das noch sehr viel schöner, dieses Signal. Aber das ist damals was publiziert wurde, und diese Halbwertszeit ist eben etwa 2 mal 10 hoch 22 Jahre, also sehr, sehr, sehr viel größer als das Alter des Universums zum Beispiel.
Nun, wir machen das nicht alleine, das ist, glaube ich, klar, hier an der Uni Zürich, sondern die Xeron-Kollaboration ist eine internationale Kollaboration, das wollte ich auch noch erwähnen. Wir sind etwa 181 Wissenschaftler aus 27 Institutionen und 12 Ländern. Hier ist ein Bild der Kollaboration am Gran Sasso-Labor, wo wir uns meistens treffen, zurzeit zum Glück wieder in Person. Und diese Kollaboration zusammen mit neuen Gruppen bildete dann die Darwin-Kollaboration, innerhalb dessen wir eben diesen sehr viel größeren Detektor bauen möchten. Solch ein Detektor ist dann nicht mehr 1 Meter oder 1,3 Meter hoch und im Durchmesser, sondern etwa ja, ein bisschen mehr als 2,5 Meter. Bei Xenon, das hätte ich vielleicht auch sagen sollen, weil Flüssigxenon sehr, sehr dicht ist, dreimal die Dichte von Wasser zum Beispiel, sind auch solche 50 Tonnen Xenon-Detektoren nicht besonders groß. 50 Tonnen insgesamt mit 40 Tonnen hier im inneren Teil des Detektors. Was wollen wir damit machen? Natürlich, wir wollen diese Suche nach dunkler Materie weiterführen. Entweder wir sehen etwas mit Xenon-Enton und da gibt es noch die Konkurrenzexperimente in den USA und auch in China zum Beispiel. Und dann wollen wir diese Signale mit einer höheren Statistik messen oder wir beobachten nichts und damit wollen wir dann diesen Bereich abdecken, bis wir diesen Neutrino-Untergrund erreichen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Neutrinophysik betreiben. Wir möchten Neutrinos aus Supernova-Explosionen beobachten, Sonnenneutrinos bei diesen sehr niedrigen Energien. Wir möchten auch ja, die Neutrino-Masse bestimmen. Das ist auch, wir wissen immer noch nicht, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind, also Majorana-Teilchen zum Beispiel. Und dies könnte man erkunden mit einem sehr seltenen Kernzerfall, mit dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall von 136 Xenon. Das heißt, mit so einem Detektor könnte man eben auch noch solche anderen Fragestellungen ja, ansetzen. Gut, damit komme ich schon fast zum Schluss. Es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist immer eine große Herausforderung, nicht nur auf der einen Seite den Untergrund zu reduzieren, aber auch ja, diese größeren Detektoren überhaupt zu bauen und stabil zu betreiben. Deswegen gibt es da mehrere Prototypen. Und hier an der Uni Zürich haben wir einen Prototyp, also in dieser vertikalen Dimension aufgebaut, den wir Xenoscope nennen. Das heißt, was wir hier zeigen wollen, ist, dass wir Elektronen zum Beispiel über diese volle Distanz, über 2,6 Meter driften, also bewegen können und dann auch nachweisen. Weil diese Elektronen werden unter Umständen eben von solchen elektronegativen Verunreinigungen absorbiert. Dabei schauen wir uns auch ganz neuartige Fotosensoren an. Ja, und noch andere Aspekte, die Hochspannung, wie man die anlegt, wie man dieses proportionale Lichtsignal erzeugt und nachweist und so weiter. Gut, die Suche geht also weiter und es bleiben natürlich sehr viele offene Fragen nach all diesen Jahrzehnten, in denen wir ja, immer mehr und immer bessere Beobachtungen, Nachweis haben, dass es diese dunkle Materie wirklich gibt, wissen wir immer noch nicht, woraus sie besteht. Und die erste Frage, die wir natürlich antworten möchten, ist, besteht die dunkle Materie tatsächlich aus solchen massiven, zum Beispiel schwach wechselwirkenden Teilchen? Und wenn ja, dann was sind die Eigenschaften der Teilchen? Können wir die bestimmen, die Masse, der Wirkungsquerschnitt, vielleicht noch andere Eigenschaften? Die einfachste Annahme ist, dass es nur eine Sorte gibt, aber warum sollte das der Fall sein? Vielleicht gibt es genauso wie im sichtbaren Universum nicht nur eine Sorte dunkle Materie-Teilchen, sondern viel mehr Sorten. Wir wissen natürlich grob, was die Verteilung ist und was die Dichte der dunklen Materie in der Milchstraße ist, aber da hätten wir auch noch gerne sehr viel mehr Daten, nämlich wenn wir solche Teilchen wirklich sehen könnten, dann könnten wir zusammen mit solchen astrophysikalischen Beobachtungen, könnten wir etwas zum Beispiel über die Geschwindigkeitsverteilung sagen, über die Dichte und so weiter.
Und somit komme ich zum Ende des Vortrages und gleichzeitig möchte ich dann noch diese Folie zeigen, denn am Donnerstag geht es dann nicht um die dunkle Materie, sondern um ein anderes, sehr spannendes Thema, nämlich um die dunkle Energie, die auch noch viel größeren Teil der Gesamtenergie, Masse und Energiedichte des Universums ausmacht. So, vielen Dank. Gut, jetzt kommen wir zu den Fragenteil. Die erste Frage ist, ich lese die immer vor, können dunkle Materie und Neutrinos miteinander wechselwirken? Ja, im Prinzip schon, aber diese Wechselwirkung ist dann eben sehr, sehr, sehr klein, ja, sehr winzig. Aber es könnte schon sein. Zum Beispiel, es wurde sogar gedacht, recht am Anfang, in den 80er Jahren, dachte man, vielleicht sind Neutrinos die besten dunkle Materiekandidaten. Wir wissen ja, dass es sie gibt. Wir wissen, dass es sie in sehr großen Mengen gibt, auch aus dem frühen Universum. Aber heutzutage wissen wir, dass die Neutrinos sehr, sehr, also viel zu leicht sind. Also sie könnten im Prinzip miteinander wechselwirken, aber dies wäre extrem schwer, also noch schwieriger zu beobachten, weil es ja schon sehr schwierig ist, Neutrino-Wechselwirkungen mit normaler Materie zu beobachten. Diese Neutrino-Detektoren, darüber habe ich heute nicht gesprochen, aber die sind ja auch riesig und die befinden sich auch in solchen Untergrundlabors. Genau, die zweite Frage ist, die dunkle Materie strahlt also nicht, genau, gibt es noch andere Materie, die ebenfalls nicht strahlt? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und das sind genau Neutrinos. Im Standard, also uns bekannte Teilchen, ja, im Standardmodell sind es die einzigen Teilchen, die eben nur über diese schwache Wechselwirkung interagieren, also nicht über die elektromagnetische, auch nicht über die starke Wechselwirkung und natürlich auch ein bisschen über Gravitation, weil sie ja eine Masse haben. Das heißt, wir kennen schon solche Teilchen und ein bisschen vereinfacht gesagt, stellen wir uns dunkle Materie-Teilchen so vor, also wie Neutrinos, aber sie wechselwirken noch etwas schwächer und sie haben auch eine höhere Masse. Genau, die nächste Frage, wäre es möglich, dass es verschiedene Arten von dunkler Materie gibt, die unterschiedliche Eigenschaften haben? Ja, das ist schon sehr gut möglich. Das habe ich hier nicht gezeigt, aber von der theoretischen Seite her, von der theoretischen Teilchenphysik her, gibt es sehr viele Kandidaten für die dunkle Materie und teilweise haben sie wirklich auch sehr, sehr unterschiedliche Eigenschaften, wie zum Beispiel diese WIMPs, die ja sehr, sehr recht schwer sind, im Unterschied zu anderen Teilchen, die Axion heißen. Die wurden erfunden, wenn man so will, um ein anderes Problem eigentlich im Standardmodell zu lösen. Und diese Axion, wenn es sie gäbe, die gibt es dann in sehr, sehr großen Mengen, aber mit einer sehr, sehr, sehr viel kleineren Masse. Und die Experimente, die gebaut werden, um solche Axionen nachzuweisen, sehen dann auch wirklich sehr anders aus. Also ja, im Prinzip gibt es viele Arten von dunkler Materie, die dann auch unterschiedliche Eigenschaften tatsächlich haben. Und wir würden uns natürlich freuen, erstmal eine Sorte überhaupt direkt natürlich nachzuweisen. Genau, die vierte Frage ist, warum bilden dunkle Materie Halos und baryonische Materie Scheiben? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Baryonische Materie kann sich sozusagen abkühlen, sie kann strahlen, sie kann Energie, wenn solche Galaxien erstmal entstehen, dann kann baryonische Materie eben Energie verlieren, kann abstrahlen, sie kann kondensieren, bildet dann Scheiben aufgrund von Erhaltung vom Drehmoment zum Beispiel, während das bei dieser dunklen Materie nicht der Fall ist, weil sie ist nicht dissipativ, also sie kann diese extra Energie nicht abstrahlen, sie wechselwirkt sehr, sehr schwach und eben auch mit sich selbst sehr schwach. Deswegen bleibt sie in diesen ausgedehnten Halos und kann nicht kollabieren. Sie bildet allerdings auch Unterstrukturen, die sind aber ja sehr viel recht ausgedehnter.
verglichen jetzt mit den Strukturen, die die baryonische Materie bildet. Die nächste Frage, würden Galaxienhaufen oder auch nur einzelne Galaxien ohne die dunkle Materie zerrissen? Was würde von unserer Milchstraße übrig bleiben? Genau. Diese dunkle Materie gilt ja als ein bisschen als, also als, ich versuche das deutsche Wort zu finden, als diese Struktur, auf der sich dann diese sichtbaren Strukturen später bilden. Das heißt, im Prinzip, also ganz am Anfang gab es noch die Überlegungen in den 40er, 50er Jahren, als man von dieser dunklen Materie in den Galaxienhaufen gesprochen hat, da gab es die Überlegung, was ist eben, wenn diese Galaxienhaufen gar nicht gebunden sind, was ist, wenn sie eigentlich auseinanderfliegen? Das hat sich dann später herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, und genauso nicht mit den Galaxien. Also ja, ohne dunkle Materie, es ist schwer, die Frage so zu beantworten, weil ohne dunkle Materie hätten wären diese Strukturen erstmal gar nicht entstanden. Aber im Prinzip, im Prinzip sollten wir sie dann auch nicht beobachten. Ja. Es gibt noch viele andere Gründe, warum, die zu tun haben eben mit dem frühen Universum, warum es keine Strukturen hätte geben können, ohne dass diese dunkle Materie da wäre, die schon sehr viel früher beginnen kann zu klumpen, also im frühen Universum, als die sichtbare Materie, die ja konstant in Wechselwirkung war über diese Strahlung, über die Photonen. Man sagt, ja, die dunkle Materie hat eine eher geringe Temperatur, aber wie kann sie überhaupt Wärmeenergie absorbieren oder abstrahlen? Sie wird einfach über ihre Energie definiert, wie sonst auch Temperatur. Und wir sagen tatsächlich, dass diese dunkle Materie eben kalt ist, jetzt im Vergleich zu anderen Materie, dass sie sich halt nicht relativistisch bewegte, schon bei der Entstehung dieser großräumigen Struktur. Das heißt, man definiert eben dadurch die sogenannte Temperatur, man sagt, dass sie kalt ist, weil diese Teilchen sich eben mit solchen sehr kleinen, wiederum verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit, sehr kleinen Geschwindigkeit bewegen. Genau. Diese Temperatur ist einfach über die Energie, über die kinetische Energie dieser Teilchen definiert. Die nächste Frage ist, könnte es sein, dass die Summe der dunklen Materie im Universum exakt der sichtbaren Materie entspricht, damit das Ganze Sinn macht? Da wissen wir ja mittlerweile eben, dass diese Summe der dunklen Materie ist, dass sie insgesamt sehr viel höher ist als die sichtbare Materie. Wenn man jetzt von der gesamten, ich habe ja gesagt, etwa 85% der Materie im Universum ist dunkel, und da ging es wirklich nur um Materie, 15% ist eben diese baryonische Materie. Wenn man jetzt von der gesamten Energiedichte, also Materie und Energie ausgeht, dann sind etwa 6-27% dunkle Materie, über 70% dunkle Energie und etwa 5% baryonische Materie. Und das wissen wir recht genau, das habe ich nicht wirklich erklärt, aber zum Beispiel, indem wir diese kosmische Hintergrundstrahlung vermessen, die 380.000 Jahre nach dem Urknall emittiert worden ist, die von überall aus auf uns zukommt. Diese wurde ja schon vor vielen Jahrzehnten entdeckt, aber zuletzt mit dem europäischen Planck-Satelliten sehr genau vermessen. Und indem man diese kosmische Hintergrundstrahlung beobachtet, kann man dann auch herausfinden, schon im frühen Universum, also im recht frühen Universum, wie viel Materie gab es, wie viel baryonische Materie, dunkle Materie und so weiter. Wir wissen auch noch, wie viel baryonische Materie es gibt aus der sogenannten Big Bang Nuclear Synthesis, also die Synthese der Elemente, der ersten Elemente im frühen Universum, Wasserstoff, Deuterium, Helium,
Lithium und so weiter. Da können wir auch vorhersagen, wie viele solche Elemente es sein, ja, hätten produziert werden sollen, wie viele beobachtet man. Und daraus bekommt man auch noch eine direkte Messung sozusagen der baryonischen Materiedichte. Das heißt, wir wissen recht genau, dass es viel mehr dunkle Materie gibt als sichtbare. Die nächste Frage, heißt das in meinem Wohnzimmer, ist jetzt gerade auch, genau, auch im Wohnzimmer hier überall ist auch dunkle Materie. Allerdings ist hier auf der Erde, auch im Sonnensystem als Ganzes sehr, sehr, sehr viel mehr, also viele, viele, viele zig Größenordnung mehr sichtbare Materie als dunkle Materie. Ja. Weil alleine schon in einem Liter Luft oder so gibt es nicht ganz 30 Größenordnungen mehr sichtbare Materie. Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass diese dunkle Materieteilchen wie so ein Wind einfach durch uns hindurch geht, durchs Wohnzimmer, durch die Erde. Und wie gesagt, dieser Fluss hängt etwas von der Masse ab, aber für so typische Massen sind es dann etwa 10 Millionen pro Sekunde. Also genau. Das ist immer noch extrem, extrem viel weniger als die Dichte hier lokal der sichtbaren Materie. Trotzdem gibt es mehr dunkle Materie in Galaxienhaufen, weil diese sehr, sehr, sehr viel ausgedehnter ist, die Verteilung. Genau, die nächste Frage. Da man bei der sichtbaren Materie neben Materie auch Antimaterie nachgewiesen hat, gibt es Modelle, die auch von dunkler Materie und dunkler Antimaterie ausgehen. Ja, genau. Also es gibt, Antimaterie ist nichts sehr Exotisches. Antimaterie wird permanent erzeugt, zum Beispiel in solchen Wechselwirkungen der kosmischen Strahlung. Da entstehen sowohl Teilchen als deren Antiteilchen. Normalerweise sind dann die Antiteilchen, die haben ganz genau die gleiche Masse, aber die entgegengesetzte elektrische Ladung, zum Beispiel bei den elektrisch geladenen Teilchen, da haben wir die Elektronen und die Positronen, die negativ geladenen Myonen und die positiv geladenen Myonen, die Protonen, Antiprotonen und so weiter. Wir können natürlich Antimaterie-Teilchen hier, Antimaterie erzeugen auf der Erde, auch im Beschleuniger, eben in solchen Wechselwirkungen der kosmischen Strahlung. Aber insgesamt wissen wir, dass es keine größeren Antimaterie-Verteilungen gibt im Universum, sonst würden wir diese beobachten. Aber es gibt natürlich für die dunkle Materie in einigen der Modellen gibt es auch die Antiteilchen oder auch eben, es gibt Modelle, wo das Teilchen gleich ist mit seinem Antiteilchen. Genau, das wissen wir, welche Modelle natürlich der Realität entsprechen, das wissen wir nicht, solange wir nicht schon diese Teilchen entdeckt haben. Aber es könnte schon sein, dass diese Teilchen identisch sind mit ihren Antiteilchen. Wie ich schon sagte, bei den Neutrinos, das sind jetzt die einzigen Teilchen im Elementarteilchen, im Standardmodell, wo wir das noch nicht wissen eigentlich. Genau, mit welchen Geschwindigkeiten könnte sich die dunkle Materie bewegen, gibt es hier zur Überlegung? Ja, auf jeden Fall, das ist ja eine wichtige Größe, wie ich gesagt habe, was ist die Geschwindigkeitsverteilung dieser dunklen Materie, und die kommt hauptsächlich dadurch zustande. Also wir haben ja diese riesen Halos, so stellen wir uns das vor, und dann bewegen wir uns mit etwa 220 Kilometer pro Sekunde durch diese Halos. Das heißt, wir sehen auch die Teilchen dann mit dieser Geschwindigkeit auf uns zukommen. Wiederum ist es nicht eine einzelne Geschwindigkeit, sondern da gibt es so eine Verteilung, und die Frage ist natürlich, was ist die höchste Geschwindigkeit? Da gibt es dann auch verschiedene Messungen. Das heißt, man weiß so ungefähr, und man weiß vor allem auch aus Simulationen der Galaxienentstehung, wo man sowohl die dunkle Materie als auch die sichtbare Materie berücksichtigt, weiß man, was diese Geschwindigkeitsverteilung ist. Wir reden da von so einer Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung, aber das ist etwas, was wir eigentlich durch direkte Messungen auch irgendwann herausfinden möchten. Wählt man die Baumaterialien für die Detektoren nach dem Kriterium möglichst geringer Radioaktivität aus?
Genau, das ist ein Kriterium und ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, denn tatsächlich müssen wir bei jeder Generation von Detektor diese Radioaktivität, also immer Materialien finden, die immer eine immer niedrigere und niedrigere und niedrigere Radioaktivität hat. Und wir verbringen wirklich mehrere Jahre nur, um diese Materialien zu vermessen und zu selektieren. Das heißt, wir brauchen dazu auch sehr, sehr empfindliche Detektoren. Das sind meistens Germaniumdetektoren, die auch in so einer Abschirmung betrieben werden, auch in den Untergrundlabors. Und diese haben Empfindlichkeiten, wenn ihnen das was sagt, von etwa ja, weniger Mikrobecquerel, also 10 hoch minus 6 Zerfälle pro Sekunde, pro Kilogramm. Und da sind wir auch immer dabei, ja, immer bessere Detektoren eigentlich, weil der beste Detektor ist natürlich immer unser eigener, der eigentlich dunkle Materiedetektor. Aber auf der anderen Seite, damit dieser extrem niedrigen Untergrund hat, müssen wir tatsächlich diese Materialien selektieren. Es gibt dann noch andere Kriterien, zum Beispiel bei den Xenon-Detektoren dürfen die auch nicht sehr viel ja, outgassen sozusagen, also keine anderen Moleküle, Atome emittieren, die sich dann mit dem Xenon vermischen und diese Signale dann absorbieren, entweder das Lichtsignal oder diese wenigen Elektronen, das Ladungssignal. Das ist noch so ein zusätzliches Kriterium. Sie müssen natürlich auch bei diesen Temperaturen stabil sein und so weiter. Aber tatsächlich ist ein Hauptkriterium, dass die Materialien diese extrem niedrige Radioaktivität aufweisen. Und das nächste ist dann natürlich das Xenon selbst, wie ich schon gesagt habe. Nachdem man diese Radioaktivität reduziert und auch sehr gut abschirmt, weil die äußeren Xenonlagen schirmen diese auch noch ab, weil Xenon eben so dicht ist, dann muss man sich hauptsächlich auch Gedanken machen um radioaktive Verunreinigungen, wie ich sagte, die sich dann mit dem Xenon selbst vermischen, wie Krypton, radioaktives Krypton, das wurde ja von Menschen erzeugt durch solche Atombombentests oder Fukushima, das befindet sich in der Atmosphäre. Da bauen wir dann diese großen Destillationssäule, um das Krypton rauszubekommen. Und dann Radon selbst, das sich auch mit dem Xenon vermischt. Und dieses Radon wird immer, das ist ja auch ein Edelgas, das Radon wird erzeugt nach dem Zerfall von Radium. Das ist Teil der Urankette. Und während die anderen radioaktiven Elemente oder Spuren, sagen wir mal, in den Detektorwänden bleiben, kann das Radon rauskommen, also aus den Detektormaterialien. Und wenn diese das Xenon selbst berühren, kann sich das dann, und das tut es natürlich auch, das sehen wir, mit dem Xenon vermischen. Und das ist eigentlich jetzt unser größter Untergrund gewesen. Deswegen haben wir neu auch diese Radon-Destillationssäule. Und danach, sollten wir eigentlich schon die Neutrinos sehen, oder beziehungsweise können wir diese schon teilweise beobachten. Okay, bis wann rechnet man bei diesen Experimenten mit brauchbaren Ergebnissen? Genau, also brauchbar, was heißt das nicht? Das habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären. Wir wüssten, wir haben bis jetzt in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, einen sehr großen theoretischen, wie wir den nennen, Parameterraum ausgeschlossen. Wenn wir nicht nach diesen Teilchen suchen oder gesucht hätten, wüssten wir auch nicht, dass es sie dort in diesem Bereich von Wirkungsstärke und Masse, dass es sie dort nicht gibt. Ja? Also wir denken, und nicht nur wir, ich glaube viele andere auch, dass auch solche sogenannte negative Ergebnisse auch sehr, sehr wichtig sind, damit wir eben schauen können, ja, was sind, wo leben also diese dunklen Materieteilchen, in welchem Teil dieses vorhergesagten Parameterraums. Ja. Und diese Experimente sind natürlich teuer, aber wir sind auch sehr viele, sehr, sehr viele Mitglieder, sehr viele Institute in so einer Kollaboration. Und wenn Sie jetzt von Geldgeber reden, sie sind ja sehr, sehr viel weniger teuer, würde ich sagen, als jetzt zum Beispiel Experimente an großen Beschleunigern und so weiter, die allerdings natürlich auch sehr wichtig sind. Genau. Und wie lange es dauern wird, bis wir ein Signal nachweisen, das wissen wir natürlich nicht, weil das ist ja auch etwas, was uns antreibt und
Ja, mit jeder Generation von Detektoren, wir hoffen natürlich sehr, dass wir diese Teilchen entdecken. Aber der Natur selbst ist natürlich ziemlich egal, was wir hoffen oder auch nicht. Ja, das heißt, es könnte im nächsten Jahr sein oder es könnte vielleicht noch 10 Jahre oder viel länger dauern. Es hat auch zig Jahre, sehr viele, ja, zig Jahre gedauert, bis zum Beispiel das Higgs-Teilchen entdeckt worden ist. Gut, noch eine Frage. Wie viele Wechselwirkungen zwischen potenzieller dunkler Materie und dem Xenon-Detektor wurden schon nachgewiesen? Gibt es schon ein definitiv nachgewiesenes dunkle Materie-Teilchen auch bei anderen Experimenten? Nein, das gibt es eben nicht. Wir haben noch keine, bis jetzt haben wir noch keine Wechselwirkung nachgewiesen zwischen dunkler Materie-Teilchen und Xenon. Wie gesagt, wir analysieren jetzt gerade die ersten Monate der Daten von diesem neuen Detektor, der eine sehr viel größere Masse hat, aber auch einen niedrigeren Untergrund verglichen eben mit dem Vorgänger. Und diese Analysen, die führen wir blind durch. Blind heißt, dass wir uns die Signalregion, diese eine in einem gewissen Parameterraum, in einem multidimensionalen Parameterraum nicht anschauen, bevor die Analyse, wenn man so will, nicht fertig ist oder reif ist. Danach machen wir diese Box auf, weil wir wollen uns nicht selbst beeinflussen, wie wir die Daten behandeln, und so weiter. Genau, und das wissen wir jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall gab es noch nichts definitiv, was nachgewiesen wurde, auch nicht von anderen Experimenten. Neben den möglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es auch technologische Benefits bei der Entwicklung dieser Experimente. Ja, das ist natürlich immer der Fall, dass es diese auch gibt. Zum Beispiel diese ja, Entwicklung auch von Materialien mit immer niedrigerer Reaktivität. Die werden dann auch woanders eingesetzt. Es gibt Entwicklung von solchen Xenon-Detektoren, wie ich sie gezeigt habe, die kleineren, zum Beispiel für Positron-Elektron-Tomographie. Da gibt es mehrere Projekte, damit es Detektoren dann gibt, die halt schneller sind, bessere Zeitauflösung und so weiter. Das heißt, damit dann die Patienten eine kleinere Strahlungsdosis bekommen. Also diese Technologieentwicklung geht natürlich auch immer Hand in Hand. Es ist nicht das, was uns primär antreibt, aber es ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Genau. Die nächste Frage: Muss eine dunkle Gravitation mit Teilchen verbunden sein oder kann die zugehörige Raumkrümmung stabile Strukturen bilden, analog zu Gravitationswellen? Also diese Teilchen der dunklen Materie, die wechselwirken, soweit wir uns das vorstellen können und soweit wir das auch messen können über die Verteilung der dunklen Materie im Einfluss, genauso über die ganz normale Gravitation, die eben durch Einsteinsche allgemeine Relativität beschrieben wird. Und das heißt, das ist nicht eine Art von anderer Gravitation oder so. Sind Teilchen, die eine Masse haben, die eben ganz normal über die Gravitation, also wir wissen ja eben auch über ihre gravitative Wechselwirkung, dass es sie gibt, weil sie beeinflussen die Bewegung, sie beeinflussen eben die Bewegung der sichtbaren Materie. Das heißt, wir wissen nur indirekt natürlich, dass es diese dunkle Materie gibt, ja. Und Gravitationswellen, damit konnte man eigentlich einige sogenannte alternative Modelle oder alternative Modelle für die Gravitation selbst konnte man damit ausschließen, zum Beispiel, indem man auch gezeigt hat, dass diese Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, genauso wie dies von Einstein vorhergesagt worden ist. Genau, sollte dunkle Materie nicht schwach wechselwirken, wie könnte man sie dann im Labor nachweisen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir wissen, dass sie nicht schwach im Sinne von über die schwache Wechselwirkung, sondern Schwäche als schwach wechselwirkt. Das heißt, ja, für die Teilchenphysiker vielleicht hier, also nicht über den Austausch von Z-Boson, sondern vielleicht über Austausch von Higgs-Teilchen oder so. Aber trotzdem, wir nennen das ja schwache Wechselwirkung. Es könnte auch sein,
Es könnte auch sein, dass diese dunkle Materie wirklich nur über die Gravitation wechselwirkt. Also da gibt es auch Modelle. Und in dem Falle kann man sie im Labor tatsächlich nicht direkt nachweisen. Das wäre natürlich nicht so schön, aber solche Modelle gibt es auch. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn sie wirklich nur über die Gravitation wechselwirkt, dann fragt man sich, wie konnte sie dann diese andere Materie im frühen Universum beeinflussen und so weiter. Aber es ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Ja. Sammelt sich dunkle Materie im Erdkern an oder ist sie so schnell, dass sie einfach durchfliegt? Genau, das ist auch ein anderer guter Punkt, der Erdkern und auch die Sonne. Es gibt noch eine andere Methode eigentlich, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, weil ich nicht darüber forsche. Diese heißt indirekte Detektion. Da schaut man sich Bereiche an im Kosmos, also in der Milchstraße oder eben vielleicht auch im Zentrum der Sonne, der Erde, wo sich diese dunkle Materie aufgrund ihrer Wechselwirkung eben mit sichtbarer Materie ansammeln könnte. Und dann könnten Teilchen und Antiteilchen der dunklen Materie miteinander annihilieren und dabei entstehen uns bekannte Teilchen wie Gammastrahlung, Neutrinos oder eben auch Antimaterie-Teilchen. Und insbesondere, wenn sich solche Teilchen, das hängt eben auch zusammen, was ist ihre eigentliche Geschwindigkeitsverteilung? Das heißt, wenn sie sich mit mittleren, kleineren Geschwindigkeiten bewegen, dann ist es einfacher, dass sie sich im Zentrum der Sonne oder im Zentrum der Milchstraße, der Erde ansammeln. Und dabei entstehen Neutrinos bei der Annihilation von dunklen Materieteilchen, die dann der Erde oder der Sonne entweichen können. Und nach solchen Neutrinos wird auch gesucht. Zum Beispiel mit dem Ice Cube Detektor am Südpol oder auch mit sehr großen Neutrino-Detektoren, die im Untergrundlabors betrieben werden, wie zum Beispiel Super Kamiokande. Und da wurden auch noch keine Neutrino-Signale beobachtet, wo man denken könnte, dass diese von der Annihilation solcher dunkle Materie-Teilchen stammen könnte. Genau. Könnten vielleicht auch Superwimps der dunklen Materie zugrunde liegen, die nur der Gravitation unterliegen. Genau, also Superwimps ist so eine Klasse von Teilchen, die eben noch viel schwächer wechselwirken als Wimps. Allerdings wird vorhergesagt, dass sie eine extrem kleine Restwechselwirkung haben könnten, zum Beispiel mit Elektronen oder mit den elektrischen Feldern, genauer gesagt um den Atomkern. Und diese Superwimps, das sind Teilchen, nach denen ich, das habe ich hier nicht erzählt, aber nach, sind Teilchen, nach denen wir auch suchen. Zwei Klassen davon, die heißen dann dunkle Photonen, also das sind Teilchen, die sich so verhalten wie Lichtteilchen, wie Photonen, aber eben nur eine extrem, extrem niedrige Wechselwirkung haben, über die sogar die elektromagnetische Wechselwirkung. Aber ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn es andere Teilchen gibt, die eben nur über die Gravitation wechselwirken, dann kann man die natürlich mit den Detektoren nicht nachweisen. Wenn es dunkle Materie und dunkle Energie gibt, gibt es womöglich ein ganzes dunkles Universum. Genau, das ist ja, das wird auch so genannt, dieser sogenannte Dark Sector. Also dieses ganze dunkle Universum, das ist ja auch unser Universum, so wie wir das sehen, wenn Sie darauf hin möchten, weil wir ja gesagt haben, die sichtbare Materie, die ist ja nur etwa 5%, macht nur 5% der Gesamtenergie- und Materiedichte aus. Das heißt, der größte Teil des Universums wäre ja dann so dieses dunkle Universum. Und man könnte natürlich drüber staunen, aber man könnte sich auch überlegen, wir haben lange Zeit gedacht, dass sich alles um die Erde dreht, dann später vielleicht, dass die Sonne im Zentrum der Milchstraße ist oder dass unsere Milchstraße die einzige Galaxie ist und wir wurden immer eines Besseren belehrt. Wir haben gesehen, nicht das sogenannte kopernikanische Prinzip, wir haben gesehen, dass es sehr, sehr viele Sterne gibt, sehr viele Galaxien, Universum und so weiter.
Und warum sollten wir vielleicht annehmen, dass die Materie, aus der wir bestehen, dass das auch der Hauptteil der Materie ist und der Energie im Universum? Daher ist das vielleicht gar nicht so, so exotisch. Wenn Sie aber hinaus wollen, dass es vielleicht andere Universen gibt, wo es eben nur dunkle Materie oder dunkle Energie, das könnte natürlich sein, aber da gibt es auch natürlich keine Beobachter, die überhaupt etwas darüber aussagen könnten. Aber theoretisch könnte es die natürlich auch geben. Genau, die nächste Frage. Wie ist das mit dunkler Materie und schwarzen Löchern? Also schwarze Löcher, natürlich, die wissen wir, dass es die gibt und das sind ja diese stellaren schwarzen Löcher, das sind ja die Überbleibsel, wenn man so will, von Sternen, also von baryonischer Materie. Man sucht auch nach sogenannten viel, viel kleineren schwarzen Löchern, die heißen auch primordiale schwarze Löcher, die vielleicht irgendwie, man weiß nicht so genau wie, im frühen Universum entstanden sein könnten. Danach sucht man über solche den Mikrolinseneffekt, aber im Prinzip könnten solche primordialen schwarzen Löcher einen Teil, falls es sie überhaupt gibt, man hat sie bis jetzt noch nicht gesehen, aber sie könnten einen Teil der dunklen Materie, aber nicht die gesamte dunkle Materie ausmachen. Und die Masse dieser supermassiven zentralen schwarzen Löcher, die es auch im Zentrum der Milchstraße eins gibt, die sind natürlich immer noch sehr viel, viel zu klein, um die Gesamtmasse der Milchstraße zu erklären. Genau. Wo werden die Messdaten gesammelt? Kann man sie einsehen, um up to date zu sein? Oder gibt es eine Art Sammelstelle für globale Ergebnisse? Ja, genau. Also die Messdaten, die sammeln wir erstmal natürlich auf unseren Computern. Die werden dann verteilt auf die verschiedenen Institutionen, die Teil sind von dem Experiment. Aber später, nachdem wir sie dann erstmal analysieren, kann man sich natürlich auch überlegen, diese verfügbar zu machen. Es ist nicht so ganz trivial, weil wir haben natürlich 4 Jahre gebraucht, um diesen Detektor zu bauen und auch zu verstehen. Also erstmal, um diese Daten genau zu analysieren, zu verstehen. Wir haben die ganzen Eichungen des Detektors, von denen ich gar nicht gesprochen habe, mit bekannten Eichquellen, damit wir das Verhalten des Detektors gut aufzeichnen, damit wir die Daten verstehen und so weiter. Aber ja, die Idee ist schon, dass es dann auch solche globalen Sammelstellen, wenn man so will, gibt für die Daten. Da gibt es Projekte, die da im Aufbau sind, gerade auch in Deutschland, in München zum Beispiel, und dass man dann auch eventuell die Daten von mehreren Experimenten dann gemeinsam analysieren kann. Das geht natürlich nur, wenn diese Experimente eine ähnliche Empfindlichkeit haben. Genau, es scheint ja immer mehr Hinweise auf Zwerggalaxien ohne dunkle Materie zu geben. Wie passt das zusammen? Also die gibt es, die werden auch vorhergesagt, dass bei irgendwelchen Ereignissen, eigentlich gibt es sehr, sehr viele Zwerggalaxien, die eben fast nur aus dunkler Materie, die total dominiert sind von dunkler Materie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es auch diesen Fall, wo durch irgendwelche Ereignisse, weil das sind sehr kleine Galaxien, die gesamte dunkle Materie herausgeschleudert worden ist. Also es passt eigentlich sehr gut zusammen, weil solche Zwerggalaxien wurden eigentlich vorhergesagt, und es war dann auch sehr gut, dass man sie eigentlich gefunden hat. Genau, jetzt ist eine Frage, wie ist das mit QCD, PC-Quin-Mechanismus, Strong-CP-Problem? Das ist natürlich jetzt sehr, das habe ich nicht hier erwähnt, das ist ein Problem in der Teilchenphysik. Dadurch müsste ich jetzt über die CP-Verletzung sprechen oder warum sie verletzt wird in der schwachen Wechselwirkung und nicht bei der starken Wechsel. Bei der schwachen Wechselwirkung haben wir das ja beobachtet. Und weil wir das bei der starken Wechselwirkung nicht beobachten, deswegen gibt es da einen Mechanismus, das es erklären sollte. Und dabei entstehen unter anderem auch solche. Da gibt es eine Extrasymmetrie, die sogenannte Pecey-Quinn-Symmetrie. Dabei entstehen, wenn dieser gebrochen wird, diese sogenannten Axionen, die, wie ich vorhin gesagt habe,
auch andere Kandidaten sind für dunkle Materie. Das sind auch sehr, sehr gute Kandidaten, nach denen wir zum Beispiel genauso auch suchen. Genau, das ist ein Beispiel, dieses Mad Max-Experiment. Das ist jetzt eine ganz andere Art von Experimenten, aber ein Beispiel ist, dass man nach solchen Aktionen sucht und man kann nach denen suchen, indem sie in Photonen sich umwandeln in sehr, sehr starken Magnetfeldern. Mad Max ist ein Beispiel, es gibt noch andere Experimente, die entweder Daten nehmen oder im Aufbau sind. Mit den Xenon-Experimenten, da kann man nur Aktionen, zum Beispiel sogenannte Exon-like Particles oder eben Aktionen, die in der Sonne produziert wurden, messen. Und danach suchen wir auch. Das sind dann Signale bei sehr, sehr kleinen Energien. Der Begriff dunkle Materie suggeriert, dass es um ein Teilchen handelt. Warum beharrt man auf dem Begriff? Dieser Begriff wurde tatsächlich schon von Fritz Zwicky in einer Publikation 1933 eingeführt. Und Materie, Energie, damals eigentlich war überhaupt nicht die Idee, dass es sich um ein Teilchen handelt. Es war eher die Idee, dass es Materie gibt, die vielleicht auch aus Baryon besteht, also normale Materie, die aber nicht strahlt. Ja. Und ich würde sagen, man muss, solange man nicht weiß tatsächlich, woraus sie besteht, muss man alle Möglichkeiten natürlich in Betracht ziehen. Und es wäre wahrscheinlich besser, sie invisible oder durchsichtige Materie zu nennen, weil man sie ja wirklich nicht direkt sehen kann. Ja. Wenn man allein aufgrund der Raumzeitkrümmung auf die dunkle Materie schließt. Gibt es Modelle, die nur auf eine inhomogene Raumzeitkrümmung ausgehen? Warum wird Raumzeitkrümmung nur mit Materie? Also Raumzeitkrümmung wird mit Materie und mit Energie assoziiert insgesamt. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Gibt es Modelle, die lediglich von einer inhomogenen Raumzeit, also die Raumzeit, die hängt ja in der Kosmologie auf sehr, sehr großen Skalen. Da gehen wir von dem sogenannten kosmologischen Prinzip aus, nicht von einer Homogenität und Isotropie des Raumes. Lokal wissen wir natürlich, dass die Raumzeit beeinflusst wird durch Masse, durch Energie. Und das ist eigentlich an sich überhaupt kein Widerspruch.